Ja, hi Leute, herzlich willkommen zu meinem ganz persönlichen Jahresrückblick. Haben wir, wie ihr wisst, einen neuen Kanal eröffnet, beziehungsweise ich habe einen neuen Kanal eröffnet. Ja, und ich denke mal, es ist der erste Jahresrückblick und ja, wir haben eine ganze Menge Videos veröffentlicht, die ich zusammen mit Toni gedreht habe. Ja, und die möchte ich euch jetzt noch ein bisschen vorstellen und nochmal das letzte Jahr 2022 Revue passieren lassen. Da werden natürlich noch eine ganze Menge Videos kommen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die veröffentlichen werde. Fangen wir einfach mal mit dem ersten Jahr an. So, da die meisten Videos davon vom alten Kanal hier auf dem neuen Kanal online erschienen sind, weil ich mir gesagt habe, so, warum soll ich die nicht veröffentlichen? Fangen wir erstmal mit dem ersten Video an. Also, da nochmal einmal den Kühlturm. Coin Tower IN, müsst ihr vielen was sagen. Ja, da habe ich auch eine ganz krasse Geschichte zu recherchiert. Und da habe ich mich auch ehrlich gesagt mal wirklich in die Materie ein bisschen mehr rein vertieft wie als sonst. Ja, und es wird dann bestimmt genackt haben. Ja, ich habe mittlerweile sehr oft Geschichte recherchiert und euch die Infos in die Videos eingepackt. Ja, es war am 9.05.2022. Ich muss ehrlich gesagt nachgucken, weil es sind so viele Videos geworden. Und ich bin auch ehrlich ganz stolz, dass der Kanal weiter wächst. Es ist natürlich in Vergangenheit sehr wenig online gekommen. Ich denke mal, wir schauen uns mal die Höhepunkte. Schauen uns von diesem Video ein bisschen an. Und ihr könnt ein bisschen ins Video reinschauen. Hi Leute, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Wir schauen uns heute einen alten Kühlturm an, der damals zu einem Kraftwerk gehört hat. Richtig kalt heute. Ich bin allerdings froh, dass wir unseren Tag ausgesucht haben, wo es ja frisch und nass ist. Dadurch sind wir hier ungestört. Ja, wenn euch das hier gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Kommentar und ich sag ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, dann war ich mit Toni weiter unterwegs in Belgien, Powerplant 3N, das gehört eigentlich dazu. Das ist auch ein riesengroßer Lost Place, der ehrlich gesagt auf meiner To-Do-Liste war. Ich habe ihn endlich abgeschlossen. Ja, und da sind wir Schrottis begegnet, die haben wirklich in diesem Gaskraftwerk, haben dann wirklich demontiert. Wir schauen uns einfach mal die Höhepunkte ein bisschen an, was da alles passiert ist. Alleine sind wir nicht mehr. Haben wir gerade gesehen, also gehört. Die waren da oben Schweißfänger dran. Ich möchte aber gar nicht so lange näher drauf eingehen. Ja, hinter wo die Brücke ist, wo die schräge Brücke ist, drüber, darunter, sind die mit Schweißfänger dran irgendwann am Raustrennen. So, das Gelände ist aber so groß. Also ich glaube nicht, dass wir den über den Weg laufen werden. Aber schauen. Bleibt auf jeden Fall spannend.
nämlich jetzt genau über uns die Schrottis am Abmontieren. Hallo. Und der nächste ist gut. Ja, am 9.5. kam dann Maginot-Linie. Da war ein ersten Teil. Ja, und da haben wir uns eine ziemlich krasse Bunkeranlage angeschaut. Und die war wirklich so groß. Leider hat man auch angefangen, Kabel also vom Koffer abzuschmelzen. Ja, und da haben wir zwei Teile von. Der zweite Teil, der kam dann am 9.5. ebenfalls. Das war ein zweiter Teil, weil ich mir gesagt habe, warum soll ich eine Woche warten? Oder ein paar Tage warten, habe ich direkt das Video danach rausgehauen. Genau, neben mir gucken wir uns ein paar Anlagen an. Die Lüfter haben wir hier noch. So, was sagt uns das? Man sollte überall hingehen. Ich dachte, das ist doch weh. Das ist so ein Aufstieg. Okay, ich habe gerade Foto gemacht. Im Raum jetzt gehen wir runter wieder und dann sehen wir uns gleich wieder an Toni und den Finder. Hallo. Hättest du besser hochgehen sollen. Oh. Ja. Geh mal da lang und dann links. Sieh mal an. Hier, dass das halt übelst schwarz ist. Ja, das ist Ruß. Ja, und hier wurde schon Strom gekocht. Wasser. Aber die befindet sich unten. Oben. Yes. Krass. Ja, und dann haben wir so kleinen Leckerbissen. Dann haben wir einmal die JVA. Da haben wir BKA-Akten gefunden. Da konnte man so ein bisschen in die BKA-Akten reinschauen. Und da haben wir dann auch Greta und Molly von Lost Adventure Hunting getroffen. Ja, und die sind uns dann im Flur halt entgegenspaziert. Molly ist mir dann im Gerichtssaal begegnet. Ich dachte mir so, wer ist denn da? Das sind laute Leute. Ja, und ich bin ehrlich gesagt von Urbexern ausgegangen. Ja, und wer kam denn da rein? Der Molly. Ja, schauen wir einfach mal ganz kurz ins Video rein. Ja, ich befinde mich jetzt sozusagen im Treppenhaus. Und schon krass, weil wir ja andere sind. Jetzt da unten schon. Kennst du den? Haben wir direkt hohen Besuch heute mal. Ja, und dann haben wir uns den Luftschutzstollen angeschaut. Eines Stahlwerks, da haben wir auch ein bisschen recherchiert, aber nichts herausgefunden, und das war auch eine sehr feuchte Angelegenheit, weil Toni, der passt dann nicht durchs Loch, und das ist auch der Grund, warum ich so krass abgenommen habe, weil die meisten Bunkeranlagen sind so enge Löcher, da kommt man meistens als Mensch mit breitem Kreuz kommt man schon gar nicht mehr durch. Ja, und das war eine sehr feuchte Angelegenheit für mich, weil langsam ist mir auch das Wasser in den Schuh reingelaufen, wie ich dann durch die Bunkeranlage durchgewartet bin, und war auch nicht gerade angenehm. Draußen war es sehr nass, sehr kalt. Krass, hier ist Luftwäsche. Scheiß drauf. Da ging es sich dann um Feuerstahl und Feuer machen im Hobokocher. Mal gemacht. Ihr seht schon, worum es sich heute geht. Heute zeige ich euch, wie man einen einfachen Mittel mit Feuerstahl entfacht. Weil ich jetzt
mal hier so Sachen vorbereitet. Habe ich mir mitgebracht, das sind einmal so Wattepads, damit wird es sich, darüber wird es sich schon wieder rumgehen, wenn man Wachsbild tränkt. Dann war ich viel im Tool unterwegs. Wir haben uns ein altes Stahlwerk angeschaut. Da sind wir in Kabelschichten rumgekrochen und rumgekrochen. Also das ist auf jeden Fall für eine Matrose definitiv zu tief. Das ist eine Pumpstation gewesen, stand da eben natürlich ein Pumpwerk. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute auf der Suche nach einem... Wo wir jetzt hier sozusagen im Ufer befinden. Und hier sind jetzt ein Kabelschächte. Hier waren zum Beispiel Kabel drauf. Ich bin mit Tool unterwegs. Wir schauen uns heute ein bisschen um auf dem Gelände. Wir haben jetzt gerade schon Pumpwerk, haben wir jetzt schon entdeckt. Das habt ihr bestimmt schon in der Vorschau gesehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Auf einmal war Toni verschwunden. Ich kann nicht ganz genau sehen. Ich bin in den Kabelschächten rumgelaufen. Auf einmal war Toni verschwunden. Toni rennt meistens, der Toni hat meistens sein Tempo drauf. Das ist so krass. Da kommt man schon gleich hinterher. Licht. Ja, muss mal Zeche hinten Dings fahren. Das ist auch drin. Oben. Ach hier. Gleichrichter. Aus dem Betrieb. Schon sehr selten sowas, dass man sowas mal sieht. Dann haben wir uns die Gasmaskenbogen angeschaut, dann kam der Benny's Lost Place auch zu der Tour dazu. Da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Ja, da haben wir dann wirklich diese krassen Gasmasken da gefunden und ich weiß ganz genau, Benny zog seine Gummistiefel an und ich und Toni sind einfach mit unseren Stiefeln durchgelaufen. Da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Ja, der Abschied war auf jeden Fall schon sehr abenteuerlich, weil es ging halt richtig tief runter. Ja, ich muss mal das Feuer mal drauflegen, sonst wird es hier kalt. Boah, Toni hat mich eben angerufen, der Gasmaskenbunker soll auf sein. Also machte ich mich fix fertig und machte mich auf den Weg. Wir treffen uns vor dem Gelände. Wen wir da aber antreffen werden, war selbst mir noch nicht klar. Auch Toni war etwas überrascht, als uns Benny's Lost Place im Book entgegenkam. Unverhofft kommt halt oft. Als sie auf dem Gelände waren, fing Benny gleich an zu filmen. Sich auch ebenfalls auf dem Weg zu diesem Bunker. Angekommen auf dem Gelände ahnte keiner von uns, dass wir uns an diesem Tag zufällig begegnen werden. Schönes gepackt. Gucken wir uns heute einen Bunker an auf einem großen Industriegelände, irgendwo nirgendwo hier in Deutschland. Danach waren wir dann in Benny's Lost Place unterwegs. Da haben wir uns dann die alte Kauer angeschaut, die sich auch unter einem Stahlwerk befindet. Sehr schön.
der Stadt Rhein. Ja, genau. Metallschleiferei mit der Natur, Micha. Da hat der Micha Schaap ein geiles Lost Place gefunden. Ich sag, ja. Ja, aber ist auch nicht groß. Ist auch nicht gerade die Rede wert. Ja, ist aber egal. Lass uns hinfahren. Lass uns das angucken. Ja, ich weiß noch, Micha hatte schon keinen Bock mehr, das Gelände zu betreten, weil das war ein übelster Zaun, der da vorgemacht worden ist. Ich sag, komm, ich hab doch keinen hier draußen stehen lassen. Micha meinte so, ja komm, scheiß drauf, geh rein und mach dein Video und ich warte draußen. Nein, gibt's nicht, du kommst mit, ganz einfach. Ich lass dir keinen draußen stehen. Ja, ich bin dann geholfen, reinzukommen. Ja, dann haben wir uns das Gelände angeguckt. Also es war schon spektakulär, es war schon echt geil. Es war schon auf jeden Fall sehenswert. Vor allen Dingen, weil da auch vor kurzem dann, bevor wir, also nachdem wir dann drauf waren, nee, davor, ist da ein Jugendlicher verunglückt. Ja, deswegen ist das auch so ein Punkt für mich, immer wieder Leute auf hinzuweisen, ne? Also macht auf eigene Gefahr. Ich will da keine Haftung für. Und wenn man sich unbedingt so in Gefahr bringen will, soll man das tun. Aber ich finde, ganz ehrlich, man ist ein bisschen Vorbildfunktion. Schau mal ganz kurz ins Video rein, bevor ich nächste Video ankündige. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich bin halt einmal mit Natura Micha unterwegs und wir schauen uns heute Teilverarbeitung an. Und ihr seht die ganzen Lüftungskanäle. Und dann haben wir einmal hinter mir, dann seht ihr da schon mal so wie so eine Art Kabinen. Auch da die Fenster. Das sieht auch, als wenn da irgendwie Lampen drin gewesen sind. Jetzt sind wir unter der Maschine, ey, krass. Heftig, ey. Verbrannt. Und schon heftig, ey. Okay, jetzt haben wir's. Das war hier eine Gussschleiferei, so wie das aussieht. Ja, also sagen wir einfach mal, war eine Schleiferei, Gussschleiferei. Oder was sagst du, Micha? Und dann habe ich mit dem Lost Piston 2021 eine Belgien-Abriss-Tour gemacht. Wir sind auf der Autobahn runtergefahren und gucken uns jetzt mal so ein kleines Schloss an. Das sah auf der Karte aus wie ein Schloss. Das werden wir uns jetzt mal ein bisschen näher anschauen. Piss auf. Ja, wir müssen uns mal hier durch den Umrand kämpfen. Der Wald hält mich fest. Finde ich schon. Ja? Für so alte Autos. Gehen wir mal hier rein. Sven sagt, hier ist eine geile Stuckdecke drin. Schon ein Foto wert. Ja, und dann haben ich und Sven, alias Lost Piston 2021, haben uns eine alte Zeche angeschaut, wo wir dann gefachsimpelt haben, was es mal gewesen sein könnte. So, und Lost Piston 2021, das ist ein Mensch, der interessiert sich sehr für Zechen und alte Sachen für Bergbau und sowas, also ist total für so begeistert. Ja, dann haben wir eine Abrisstour gemacht. Da haben wir uns mehrere Places in einem Tag angeschaut. Und wir haben auch kleine Places angefangen. Ich bin heute mit dem Lost Piston 2021 unterwegs. Und wir schauen uns so eine skurrile alte Industriebrache an.
Ich meine, so wie es gebaut wurde, ist schon sehr, sehr massiv. Dass das Seil außenrum rausging. Also hier werden wahrscheinlich zwei Fördergerüste gewesen sein. Ja, auf jeden Fall ein richtig geiles Lostplay schon mal gefunden. Fehler hatte ich in meinen Videoaufnahmen, hatte ich einen Blaustich und habe gesagt, okay, weißt du was, komm, wir drehen das neu. Also bin ich mit Lost Resistance und da bin ich komme jetzt nicht gerade auf den Namen, ist schon traurig, ehrlich gesagt, dass ich nicht auf den Namen komme. Auf jeden Fall bin ich dann, haben wir uns mit Lost Resistance 21 und mit einem Kollegen von ihm haben wir uns dann getroffen und sind dann da. Dann haben wir erstmal Frühstück gemacht, genau, das weiß ich noch. Es war nicht gerade warm, es war ja, so ein Umschwung von Sommer auf Herbst. Sorry, ich muss hier Holz nachlegen, es wird kalt. Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin heute mit dem Lost Place Sins und einmal nur zu Besuch auf Insta, tanke ich mal ins Video rein. Und wir schauen uns heute den Heavy Metal an. Wir haben schon gerade die erste Bauwatch gesichtet. Ich stehe jetzt vor diesem riesengroßen Absetzer. So, wie ihr seht, drei. Aber ich sehe, dass schon der erste Torpedo-Wagen, der komplett in Grün eingehüllt ist. Und das ist natürlich nichts für Leute, die halt Töne haben. Das ist Hardcore. Aber die Aussicht hier oben ist mega geil. Wir sind jetzt schon wieder auf dem Hochofen. Also, bis gleich. Und dann möchte ich mich einfach nochmal bei euch ein bisschen bedanken. Vor allen Dingen für euren geilen Support in der letzten Zeit. Läuft das bei mir im Kanal richtig gut. Und auch mal Danke sagen für euren Support. Leute, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ein Jahresrückblick 2022. Ich hoffe, wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Bleibt gesund. Halt die Ohren steif. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, einen Daumen nach oben da lasst und ein kostenloses Abo. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao Leute.